Kommunikation ist ein Problem. Denn, seien wir ehrlich, wir kommunizieren doch nicht mehr, sondern wir schicken Mitteilungen. Es ist inzwischen statistisch erwiesen, dass der Mensch häufiger auf sein Smartphone guckt als auf seinen Partner. Das ist nicht schön, aber oft verständlich. Nicht immer. Naja. Nicht immer sitzt so eine zu Hause ein Sebastian Puffpaff mit auf dem Sofa. Und auch ich muss ihn dafür bezahlen. Also, wir haben ein Problem. Der Deutsche glotzt zu oft auf sein Telefon. Die gute Nachricht, es hat aber auch einen Bildschirm. Ja, ich meine, klar, überlegen Sie mal, wenn Sie Anfang der 80er Jahre stundenlang auf ein Telefon geguckt haben, dann waren Sie entweder irre oder verliebt. Heute glotzen wir im Schnitt fast 4,5 Stunden täglich auf das Smartphone. Aber nicht, weil wir auf Anrufe warten. Nein, denn nur 32% aller Deutschen benutzen ihr Telefon überhaupt zum Telefonieren. Das bedeutet, 68% aller Bundesbürger schleppen ein elektronisches Gerät zur Sprachkommunikation mit sich herum und benutzen es für alles, nur nicht zum Sprechen. Das ist so, als wenn sie sich ein Auto kaufen, weil sie gerne Radio hören. Mehrheitlich benutzen wir inzwischen das Smartphone zum Surfen. Wir lesen Breaking News, die weder Breaking noch News sind. Oder schauen YouTube-Tutorials von 16-jährigen Kids, die sich im Ritalin-Rausch mit Kajalstiften das Gesicht tätowieren. Ja. So. Wie süß. Und wenn das heimische Hirn nach 4,5 Stunden vom Smartphone endlich durchgegart ist, dann empfinden wir auch Heiterkeit, wenn ein Leguan in der Wanne pupst. Sehen Sie, und anhand Ihrer eigenen Reaktionen können Sie sehen, inwieweit auch unser Frontallappen bereits durchgeschmort ist. Nur am Ende geht es bei alledem gar nicht um Ihr Vergnügen. Geht um was völlig anderes. Sie sollen etwas über sich preisgeben, etwas von sich verraten. Und mit diesen Informationen verdienen andere Geld. Denn eigentlich sind wir alle nur noch kleine, niedliche, etwas dümmliche Versuchsäffchen für datensammelnde Internetriesen. Amazons Alexa protokolliert unsere Gespräche, Google speichert unsere Suchverläufe und WhatsApp liest unser Adressbuch aus. Und das alles, um uns am Ende immer mehr Scheiß zu verkaufen, der uns davon abhält, ein vernünftiges Leben zu führen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann wissen wir alle inzwischen, wir sind digital Süchtige. Wir sind die Kinder vom Bahnhof Internet. Aber es gibt eine Lösung und die heißt Digital Detox. Der Digital Detox, meine Damen, ein Wort, das die meisten von uns frühestens nach 8 Kölschrumpel frei aussprechen können. Deswegen auf Deutsch, wir müssen digital entgiften. Ich habe mal 3 Lösungen vorbereitet. Wie wäre es zum Beispiel hiermit? Schnitzen Sie sich ein Smartphone aus Holz. Das ist, sieht toll aus, ne? Kann aber nichts. Ja, es hat kein Internet, kein Telefon, kein WLAN. Also im Prinzip ein ganz normales Handy im Mobilfunknetz von Ostwestfalen. Ne? Wenn Ihnen das so einfach ist, können Sie sich alternativ auch ein Stückchen Fleischwurst zurechtschnitzen. Ja. Ne? Das kann auch nichts, schmeckt aber deutlich besser. Ja. Kennen Sie das, diesen Fleischwurstgeruch an den Fingern? Das ist hocherotisch für mich. So. Aber wer auf das echte Telefon nicht verzichten möchte, dem könnte man in Zukunft zumindest den Zugang zum Handy erschweren. Und dafür ersetzen wir ab sofort die Gesichtserkennung zum Entsperren des Smartphones durch eine völlig neue Technologie. Und zwar durch den Anus-Scan. Richtig gehört. Sie müssen sich in Zukunft Ihre Handykamera an Ihren Anus halten, um den Bildschirm zu entsperren. Ja. Und da überlegt man es sich doch dreimal, ob man an der Bushaltestelle wirklich noch mal schnell die Mail checken muss. Und wir alle kennen Leute, die es trotzdem machen würden.
Die dritte und beste Lösung aber ist, setzen Sie wieder auf analoge. Setzen Sie wieder auf analoge Technologien. Denn anstatt ein SMS zu schicken, und ich weiß, jetzt wird's absurd, einfach mal bei den Kumpels zu Hause persönlich vorbeigehen. Das hat viele Vorteile. Sie kommen raus an die frische Luft und werden sich in Zukunft genau überlegen, ob eine Nachricht wie "Ich kann gerade nicht sprechen" wirklich ein Fußmarsch von 8 Kilometern wert ist. Meine Lösung also lautet, leben Sie wieder mehr in der realen Welt und erschweren Sie sich den Zugang zum Handy. Lassen Sie sich nicht von Unternehmen zur Gewinnmaximierung ausnutzen. Gönnen Sie sich den Luxus, analog zu sein. Denn wie sagte schon der große Karl Lagerfeld, Handy, das ist doch was fürs Personal. Ich bin doch kein Zimmermädchen, das mal anbimmeln kann. Geht doch.